habe ich gestern gegoogelt. Und es geht um einen Fuchs, der für seine Familie Gänse klauen geht. Ein niedliches Kinderlied. The fox went out on a chilly night. He prayed for the moon to give him light. Fought it many a mile to go that night. Before he reached the town, no, town, no, town, no. He had many a mile to go that night. Before he reached the town, no. He ran till he came to the farmer's pen. The ducks and the geese were kept therein. He said, a couple of you are gonna grease my chin before I leave this town, no, town, no, town, no. A couple of you are gonna grease my chin before I leave this town, no. He grabbed the great goose by the neck. He threw a duck across his back. And he didn't mind the quack, quack. And the legs all jiggling down, no, down, no, down, no. He didn't mind the quack, quack. And the legs all jiggling down, no. Spieler und Komponisten, also die schiefen Töne sind wieder komponiert und so gewollt. Thank you.
nächsten Stück solidarisieren wir uns mit den Scheren- und Messerschleifern aus Sheffield. Das Stück heißt The Sheffield Grinder und erzählt von dem harten Leben der Scherenschleifer, das eigentlich nur dann aufgeblüht ist, wenn Krieg war und ne, das eckige, also eckige Klammer auf, Punkt, 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 eckige Klammer zu, heißt ja schon eine ganze Menge über so ein Leben von einem Scherenschleifer. Jetzt ohne Umschweife nach Finnland, denn wir spielen zwei finnische Polkas. Thank you.
von sehr verträumt zu sehr albtraumhaft. Das nächste Stück, das nächste Stück, ach, da muss ich eine ganz kurze Anekdote zu erzählen. Steffen, wenn ich darf, das mit der Blume. Ja. Steffen malt sich neben Stücke, wo er schönes Tralala spielen soll, Blumen, weil das heißt so viel, dass Steffen Blumen spielen soll. Es erklärt eigentlich alles über das nächste Stück, wenn Steffen gesagt hat, ich habe mir jetzt eine sehr, sehr hässliche Blume neben das Stück gemalt. Eine sehr kranke Blume. In dem nächsten Stück geht es um ein Londoner Irrenhaus und Anfang des 17. Jahrhunderts oder Mitte des 17. Jahrhunderts war es üblich, dass Leute einen Penny Eintritt bezahlen durften und dann da reingehen konnten und sich die Verrückten angeschaut haben. Und scheinbar hat jemand seine Erlebnisse in diesem nächsten Stück verarbeitet, was dementsprechend schon sehr alt ist, aber sehr neu und sehr, sehr jazzig klingt. Obwohl ich jetzt den Jazzmusikern nichts Böses unterstellen möchte, aber hören Sie selbst Bedlam Boys. Als nächstes sind wir schon beim letzten Stück. Mit einem Blick auf mein Programm stelle ich das mit Erstaunen fest. Die Zeit vergeht wie im Flug. Die Bandmitglieder sind Fritz Böckler an der Bouzouki, Julia Weber an der Geige. Ja, das lohnt. Das lohnt zu klatschen. Wir haben noch keine Zeit. Und aber trotzdem vielen Dank. Und besonderen Applaus für Steffen Gabriel, der uns heute aushilft und das fantastisch macht. Und das nächste Stück mit einer langsamen Nummer anfängt.
Gratulation an die Irland-Freunde, die das hier hervorragend stemmen. Und ja, herzlichen Dank. Und vielen Dank auch an die Technik natürlich. Die haben das super gemacht.